Suche hier. Hey. So, heute muss ich leider noch mal einen Teil 2 raushauen. Denn unser niedersächsische Jägerpräsident Helmut Dahmann-Tanke, CDU-Abgeordneter, Sprecher des Landwirtschaftsausschusses, ist er, glaube ich, immer noch. Der immer gute Mann, der hat auch allen Ernstes behauptet, dass die Wölfin nicht gequält worden ist. Das würde man noch sehen, die sehen alle so aus. Das ist brutal, ist das, ey, echt, weil der Rückschluss daraus ist dann natürlich, Jungs, alle illegalen getöteten Wölfe quält ihr vorher. Und wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass es irgendjemand aus der Jägerschaft ist, weil niemand anders sonst die Waffen dazu hat und die Ortskenntnisse. Die Gerüchte sind eben auch brutal, dass die Jäger alle ein Vollmantelgeschoss immer bei sich tragen und dann in den Unterbauch schießen, damit die Tiere dann jämmerlich innerhalb von zwei Wochen zugrunde gehen und dann möglicherweise noch in ein Nachbarrevier, anderes Revier laufen und dort verendet gefunden werden. Das Vollmantelgeschoss geht auch durch und das findet man nicht. Und so sterben sie an einer Sepsis. Und jetzt, ja, gießt er für mich noch Öl ins Feuer, indem er einfach sagt, dass er aber ja wisse, wie gequälte Wölfe aussehen. Das muss man ja mal als Aussagesatz mit Ausrufungszeichen so stehen haben. Wow, ist das ein tiefer Graben. Und ja, nicht nur das. Also er ist ja schon, ich verfolge ihn seit 10 Jahren ungefähr. Der ist ja wirklich ein Schwarzmaler und Angstmacher vorm Herrn. Da kommt gleich der Staatsrundfunk NDR dazu und hat mit Anke Genius letzte Woche eine Sendung gemacht, wo er dann zitiert wird oder gesagt hat dann, ich habe es noch nicht gehört, ich höre mir so einen Mist nicht mehr an, dass wir in 3 Jahren 600 Wölfe in Niedersachsen haben. Der hat immer noch nicht begriffen, dass die Anzahl der Wölfe sich immer nach den geeigneten Habitaten richtet. Und wir haben in dem 15., 16., 17. Jahrhundert ungefähr 40 Rudel in Niedersachsen gehabt. Wir haben jetzt 22. Das schätze ich jetzt auch mal grob, dass wir das vielleicht wieder haben werden. Wir hatten sogar 5 Rudel an der Nordsee, obwohl die Deiche damals deutlich schwächer waren als heute. Es funktioniert also alles. Da wird ja auch mal Panik gemacht, was wirklich unsinnig ist. Das ist wirklich krass alles. Also eigentlich muss der Mann zurücktreten, weil der geht tierschutzrechtlich gar nicht. Der sitzt im Landwirtschaftsausschuss. Die sind für die Veterinärsämter auch zuständig. Insofern die Landwirtschaftsminister. Das ist krass, was man da so hört. Und es würden ja quasi Leute wie ich das provozieren, dass diese Leute, die illegal schießen. Wie kann man denn eine Straftat versuchen zu rechtfertigen? Wir haben geltende Strafgesetze und Olaf L., der macht das ja so ähnlich. Man kann doch nicht allen Ernstes das legitimieren. Also wo kommen wir denn da hin? Die Jungs gehen los und klauen, weil sie nichts zu essen haben, weil Vater Hartz IV hat und nichts verdient. Oder wie geht das hier bei uns? Oder ich bin psychisch krank und darf jeden an die Wand klatschen? Oder wie wollen wir das alles begründen? Also das wäre ja dann fast noch Straffreiheit. Entschuldigung, Notstand, was auch immer. Wow, ob das wohl der Wolfsbau ist? Nein, ist er nicht. Ist ein Dachsbau, der ist nämlich letztes Jahr auch schon da gewesen. Da packt auch kein Wolf seine Welpen rein. Wie kann man so rechtsfrei denken? Deswegen, die Jäger machen in den Wäldern, was sie wollen. Deswegen wollen sie uns da auch nicht haben. Weil sie einfach häufig illegale Sachen machen. Heute habe ich wieder Fotos bekommen, auch hier aus dem Rodewald, wo Luderplätze sind. Die gehen gar nicht. Das ist krass, ist das. Die haben irgendwie rechtsfreier Raum, ist denen ihre Meinung. Der Wald gehört mir. Dabei sind das häufig sogar nur Begehungsscheininhaber, Jagdausübungsberechtigte, noch nicht mal die Jagdpächter. Das ist echt krass. Ich war früher echt neutral mit den Jägern durch meine kommunalpolitische Arbeit und so. Aber mittlerweile habe ich ja auch gelernt, wir brauchen keine Jäger. Die zerschießen nur die natürlichen Familien. Dadurch kommt es zu Überpopulationen. Und die füttern sie an, die Tiere. Das sieht man auch immer wieder. Die 50 Kilo Kartoffeln, die ich vor einer Woche gefunden hatte beim Vizerude. Auch krasse Geschichten. Also, ich weiß es nicht. Wenn die Gesamtbevölkerung das wüsste, die ja mit über 80% pro Wolf sind, was da abgeht, dann wären die alle nicht mehr da. Leute wie Lies und Dahmann-Tanke. So, wir werden jetzt weiter gucken, wo die Wölfe sind und wo die Häscher sind.
Ich glaube, Olaf hat auch gar kein Geld mehr. Ich glaube, die Häscher sind schon längst nicht mehr unterwegs hier seit Wochen und Monaten. Suri! Ja, ist ein Wechsel möglicherweise. Schnupp, schnupp, schnupp. So, mit diesen herrlichen Bildern verabschieden wir uns heute vom Wolfskanal.